Herzlich willkommen, Freunde, hier zu der kleinen Vorbereitung zu der nächsten Season, die Season 6. Ja, ich mache diese kleine Vorbereitung hier oder diese kleine Umfrage, die ja hieraus folgt. Wer die Seite hier schon erkannt hat, weiß, um was es geht ungefähr. Ja, wie fange ich am besten an? Ich bereite schon mal die Season 6 vor, weil ich jetzt ein bisschen Luft habe, beziehungsweise ein bisschen warten muss, bis die Leute oder meine Teilnehmer für das Turnier noch ihre Kämpfe ausgetragen haben. Deswegen machen wir jetzt mal hier ein bisschen, ja, quasi was für die Season 6. Und zwar habe ich festgestellt, dass viele, oder durch die eure, sagen wir mal so, wir fangen erstmal da an. Ich habe euch ja ein Video gemacht, wo ich nachgefragt habe, was würde euch interessieren für die nächste Season? Oder was wären eure Anregungen? Und ein paar haben die Anregung gebracht, dass sie gerne die Starter-Pokémon wie bei der Season 4, 3, 4, ich bin mir da gerade nicht sicher, wieder haben wollen, dass ich hauptsächlich mit Starter-Pokémon spiele. Habe ich mir gedacht, ja gut, wäre eigentlich eine Idee. Aber letzten Endes sind allgemein so gesehen Starter 21 Pokémon, ja, wenn man mal wirklich alle samt nimmt. Und das ist ein bisschen viel. Vor allem, ich möchte ein bisschen Variation mit reinbringen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein bisschen mein eigenes Ding, so wie man es ja kennt von mir. Und ja, habe mir jetzt überlegt, wie ich da am besten mit vorgehe. Und zwar habe ich hier eine Umfrage. Und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Aber bevor ihr jetzt draufklickt, ja, zuhören. Und zwar denkt nach, für wen ihr stimmt. Denn diese Abstimmung, wenn ihr zum Beispiel euch entscheidet für, das ist mein Lieblingsstarter-Pokémon, den nehme ich. Und das ist mein Zweitlieblingsstarter. Ihr könnt mehrere Antworten angeben nebenbei. Das ist mein Zweitlieblingsstarter. Und das ist mein Drittlieblingsstarter, der mein Viert und der mein Fünft. Und dadurch, dass ihr vielleicht für den Vierten und Fünften euren Punkt gesetzt habt, kommt euer Erstlieblingsstarter nicht mehr rein. Also genau überlegen und nicht 8, 9, 10 Starter anklicken, wo ihr dann euch dann doch grün und blau ärgert, dass doch euer Lieblingsstarter doch nicht dabei ist. Ihr könnt mehrere Stimmen abgeben. Ihr sollt auch, wenn möglich, mindestens mal 2, 3 abgeben. Aber überlegt euch gut, ob ihr wirklich dann 8 Stimmen abgeben wollt. Weil vielleicht ist dann euer Liebling Nummer 1 dadurch dann nicht mehr im Rennen. So, gehen wir mal ganz kurz durch. Und zwar, es geht wirklich nur von den Startern aus, die es wirklich gab. Ja, also Glumanda, Shigi, Glumanda und Shigi ist klar. Pikachu, gelbe Edition, wer es kennt. Evoli aus Pokémon XD, wer es kennt, wer es gesehen hat, wenn nicht, ich habe ein uraltes Let's Play noch bei mir auf dem Kanal, kann ihr mal gerne reinschauen. ND für Feuerriegel Kanimani ist auch klar. Psyana und Artara aus Pokémon Kolosseum, wer Pokémon Kolosseum nicht kennt, habe ich auch als Let's Play, so nebenbei, kann man auch nochmal reinschauen. Aber ist auch uralt. Ja, die sind halt Starter in der Generation, dem Spiel Pokémon Kolosseum. Na, Kekabor, Flemli, Utopi, Chillas, Plinfa, Panflamm, Plinfa, Seppifoy, eigentlich hier alles sonst nur reguläre, die man aus den Editionen kennt. Halt die einzigen Abweichungen sind halt, oder Anführungsabweichungen halt, Anführungszeichen gesetzt, sind die aus Kolosseum, Psyana, Pokémon XD und Pikachu aus Pokémon Gelb. Sind so ein bisschen die abweichenden Starter. Aber gut. Was aus Evoli gemacht wird, werde ich erst dann entscheiden, wenn ihr euch für Evoli entschieden habt. Oder beziehungsweise erst entscheiden, erst dann preisgeben, wenn ihr euch für Evoli entschieden habt. Denn deswegen, ich will es erstmal bei Evoli belassen. Und hier, es hat auch nebenbei auch Einfluss, ob Psyana und Artara als Starter-Pokémon gewählt werden oder nicht. Was mit Evoli passiert. Deswegen gucken wir erstmal, was gewählt wird und dann entscheidet euch. So, ich gehe jetzt mal spaßhalber durch und mach mal vor, wie man wählen könnte. Ich wähle jetzt mal meinen Lieblingsstarter, aber ich schicke es nicht ab, denn meine Stimme soll keinen Einfluss auf eure Entscheidungen haben, quasi, oder auf eure Stimmen. Oder auf das, was ihr wollten möchtet. Dann will ich keinen Einfluss nehmen, sondern ich will selbst sehen, was ihr daraus macht und meine Stimmen mal komplett weghauen. So, Shigi würde ich wählen, ich würde Evoli wählen, ich würde Kanimani wählen, Psyana Natara natürlich. Aus der Generation würde ich sogar gar nichts wählen. Plinfa würde ich wählen wollen, Otaro, Doppelfeu, nö, und Phynx. Die Pokémon würde ich wählen wollen, das wären so meine favorisierten Starter-Pokémon. 6 Pokémon kann man ein Team mitfüllen. So,
Letzten Endes wird diese Entscheidung, diese Wahl, die ihr da trefft, dafür sorgen, dass ein gewisser Teil eurer Pokémon, eurer Starter-Pokémon mit in die Season aufgenommen werden. So circa die Hälfte, je nachdem wie die Stimmen halt sich ausbalancieren, weniger oder mehr als die Hälfte, weil es sind 21 Pokémon, ja. Wenn man alle Evoli-Entwicklungen noch dazu knallen würde, wenn man das so möchte, wären das, warte mal, wären das 26, wenn ich mich nicht täusche, oder 25? Ach, egal. Auf jeden Fall ist es ein Haufen Zeug und ich möchte ein bisschen Variation reinbringen, aber ich möchte auch nicht den Pool von 30 Pokémon überschreiten. Ich habe natürlich noch ein bisschen was in der Hinterhand, wo ihr dann, ich kann nur so mal ein bisschen was verraten, weil das ist sowas, was ich noch ein kleines bisschen Vorbereitung brauche, aber es hat so viel schon mal damit zu tun. Ihr habt darauf wieder Einfluss, was passiert. Und es hat damit zu tun mit meinen Lieblings-Pokémon oder ein paar meiner Lieblings-Pokémon. Ja, und es wird ein kleines Ratespiel dazu geben. Und das, was ihr dann erraten könnt. Ja, so viel will ich noch gar nicht sagen, weil sonst verwirre ich euch. Kümmern wir uns erstmal hier drum. Also wählt eure Lieblings-Starter-Pokémon und guckt oder schaut, dass eure Lieblings-Starter-Pokémon dann reinkommen in der Season 6. Also dann, wünsche euch viel Spaß beim Kreuze, Haken setzen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß beim Voten.